Hier bohrt sich die Erdgasindustrie in den Untergrund. Mit schlimmen Folgen. Unfälle mit krebserregenden Stoffen. Risse in Häusern. Wir sind auf dem Hof von Andreas Ratjens. Komm, kriegst neues Wasser. Der Landwirt wohnt in einem Wasserschutzgebiet in Niedersachsen. Seit einer Erdgasbohrung in der Nähe fürchtet er um das Trinkwasser. Die größte Sorge ist einfach, wenn Chemie ins Wasser kommt. Andreas Ratjens nimmt uns mit ins Gasland. So nennt er diese Gegend rund um Rothenburg-Wümme. Auf den ersten Blick eine idyllische Landschaft, beliebt bei Touristen. Tief unter der Erde verläuft hier die Rothenburger Rinne. Sie entstand in der Eiszeit. Die Brunnen der Wasserwerke schöpfen daraus sauberes Trinkwasser. Ebenfalls im Gebiet der Rothenburger Rinne zahlreiche Bohrplätze von Exxon und RWE Dea. Bohren im Wasserschutzgebiet. Hier wurden giftige Chemikalien in die Erde gepumpt. Fracking. Damit können Unternehmen die Erdgasmengen steigern. Kein Gesetz hindert sie daran. Andreas Ratjens glaubt, dass sich die Umwelt bereits verändert. Regelmäßig fährt er die Bohrstellen ab. Seine Sorge: unterirdisch fließt Wasser sehr langsam zu den Brunnen. Eine Kontamination könnte sich erst in Jahrzehnten zeigen. Das Problem sehen auch die Wasserwerke. Wenn Bohrungen in Wasserschutzgebieten vorhanden sind, dann kann natürlich eine Übertragung zu unserem Grundwasserleiter, der Rothenburger Rinne, passieren. Und dieses Wasser brauchen wir für unsere Kunden, um eine gute Trinkwasserqualität zu sichern. Noch ist das Wasser sauber. Doch schon kleinste Mengen der gefährlichen Stoffe aus der Erdgasindustrie können das Trinkwasser für viele Generationen ungenießbar machen. Und jetzt zeigt sich, das bisher eingezeichnete Wasserschutzgebiet war viel zu klein. Der Regen, der versickert und dann als Grundwasser unterirdisch zu den Brunnen strömt, stammt tatsächlich von einer viermal größeren Fläche. Daraufhin wurde das Wasserschutzgebiet offiziell erweitert. Es beginnt jetzt hier, an diesem Waldrand. Ratjens und ein Anwohner zeigen uns eine Betriebsstätte von RWE Dea, gleich daneben. Hier hat das Unternehmen unter anderem zwei Nervengifte in die Erde gepumpt. Wurde auch unter dem Wasserschutzgebiet gebohrt? Das weiß nicht mal die Aufsichtsbehörde. Die Anwohner haben Angst. Das ist natürlich das Schlimmste, was überhaupt passieren könnte, wenn durch diese Fracking-Maßnahmen das Grundwasser verseucht würde. Was Schlimmeres kann ich mir kaum noch vorstellen. Das Paradoxe ist, eigentlich ist dieses alles unser Land und trotzdem haben wir keinerlei Möglichkeiten. Das Bergbaurecht scheint es eben herzugeben, dass diese Konzerne im Untergrund machen können, was sie wollen, auf Deutsch gesagt. Nicht nur Chemikalien werden runtergepumpt. Mit dem Erdgas kommt auch immer was aus der Tiefe hoch. Giftiges Lagerstättenwasser. Darin krebserregendes Benzol und Quecksilber. Mark deckte auf, dass die gefährliche Flüssigkeit durch Leitungen abtransportiert wurde, die undicht waren. Sie wurden verboten. Jetzt fahren Tanklastzüge das Lagerstättenwasser von der Förderstelle zur sogenannten Versenkbohrung. Hier wird es einfach wieder in den Boden gepumpt. Andreas Ratjens zeigt uns eine solche Versenkbohrung von RWE Dea. Erst im Mai gab es hier einen Unfall. Ein Teil des Lagerstättenwassers floss unkontrolliert vom Betriebsplatz. Quecksilber und Benzol kontaminierten die Erde. Verseuchter Boden musste abgetragen und entsorgt werden. Insgesamt 7 Container. Angeblich gibt es strenge Sicherheitsmaßnahmen für Bohrplätze. Auffangräume für Flüssigkeiten. Doch in diesem Fall haben die nichts gebracht. Die Versenkbohrung längst wieder in Betrieb. Während der Dreharbeiten taucht ein LKW auf. Das ist jetzt eine richtige Bombe, wo man mit Lagerstättenwasser, mit wirklich vielen Benzolen, mit krebserregenden Stoffen fahren wir hier also mit durch die Landschaft. Der Fahrer will hier sein Lagerstättenwasser abliefern zum Runterpumpen. So, das Tor hat er jetzt geöffnet und wird dann gleich den Schlauch dort ranlegen. In diese Tanks soll das giftige Wasser rein. Doch plötzlich bricht der Fahrer ab. Wir stehen hier
Und ein LKW kommt, hat auch das Tor aufgemacht, aber er ist wieder weggefahren, weil ein Kamerateam steht oder die Öffentlichkeit da ist. Also man munkelt lieber im Dunkeln. Doch Anwohner sind wachsamer geworden. Unfälle bleiben nicht mehr unbemerkt. Im Juni verliert dieser Tankwagen 200 Liter Lagerstättenwasser. Der Fahrer hat einen Deckel nicht richtig geschlossen. Andreas Rathjens zeigt uns noch eine Förderstelle im Wasserschutzgebiet. Mit dabei Manfred Scholle, früher Präsident vom Gasverband, heute Kritiker. Auch hier fährt ein Tankwagen los, während wir drehen. Etwas wird weggefahren. Flüssigkeit tropft vom Wagen auf die Straße. So steuert der Fahrer seinen Wagen durch das Wasserschutzgebiet. Hier sind so viele Arbeiter. Keiner kommt hier mal irgendwas rüber binden oder wie auch immer. Der Tankwagen habe nur Regenwasser weggefahren, schreibt uns RWE DEA auf Anfrage. Lagerstättenwasser sei einige Stunden zuvor abtransportiert worden. Ob diese Angaben stimmen? Das lässt sich nicht überprüfen. Es ist unverantwortlich, was hier geschieht. Es gibt einen Grundsatz, wenn Grundwasser einmal verschmutzt ist, ist es immer verschmutzt. Wir kriegen das nicht mehr raus. Das heißt, dieses Grundwasser kann nicht mehr als Trinkwasser benutzt werden. Und das heißt, dieses Grundwasser wird ja teilweise nach Bremen und anderswohin geliefert. Und die Bremer kriegen dann auch kein Grundwasser mehr. Wir fahren zu einem Wohngebiet ganz in der Nähe. Viele Jahre hieß es, die Förderung von Erdgas verursache nur geringfügige Erschütterungen, aber keinerlei Gebäudeschäden. Doch die Häuser hier haben Risse. Im Untergrund bewegt sich was. Das muss aufgesprengt werden und das hat Auswirkungen und die können Erdbeben auslösen. Das ist unstrittig unter Fachleuten. Risse in Häusern. Was passiert unterirdisch? Gelangt irgendwann Gift ins Wasser? Unklar. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Erdbeben kommen noch und wie stark werden die noch. Denn die wollen hier noch mindestens 20 Jahre bleiben. Weitere 20 Jahre Erdgasförderung. Anwohner wie Andreas Rathjens wollen das unbedingt verhindern. Konsequentes Nein erstmal. Wenn nicht vorher intensiv geforscht wird, dann können wir nicht so weitermachen. Denn am wichtigsten für Mensch und Tier, sauberes Trinkwasser.